Einmal im Jahr herrscht in der italienischen Stadt Brescia Ausnahmezustand zum Start der Rallye Mille Miglia. Was 1927 als ein Rennen über öffentliche Straßen begann, hat heute an Faszination nichts verloren. Die 1000 Meilen von Brescia nach Rom und wieder zurück gehören auch heute noch zu den ganz großen automobilen Herausforderungen. Während es in den Anfängen die damals modernsten Autos waren, die in dieses Langstreckenrennen geschickt wurden, sind es heute Oldtimer, die die historische Strecke unter die Räder nehmen. Doch nicht, wie der eine oder andere vielleicht vermuten würde, im gemäßigten Tempo, damit die automobilen Preziosen keinen Schaden nehmen. Wie in den Anfängen der Mille Miglia gilt, Vollgas. Renntempo statt beschaulichem Dahinbummeln ist angesagt. Schließlich sind die meisten Autos der diesjährigen Mille Miglia ja ursprünglich dafür gebaut worden, die schnellsten zu sein. Aber bevor es soweit ist, muss sich jedes Team vor dem Start einer Abnahme unterziehen. Dazu gehört neben einer Vielzahl von Unterlagen auch die Überprüfung, ob die Autos technisch in Ordnung sind und zum Beispiel nicht mit dem Einbau heutiger Techniken einen unzulässigen Vorteil haben. Jeder muss sich diesem Prozedere unterwerfen, egal ob prominent oder nicht. Wenn alles in Ordnung ist, dann darf die Startnummer aufgeklebt werden und es kann schon bald auf die 1000 Meilen gehen. Die Mille Miglia ist aber nicht nur eines der bedeutendsten Oldtimer-Rennen weltweit. Für die autoverrückten Zuschauer ist es viel mehr. Sie feiern die Teilnehmer wie sonst vielleicht die Fußball-Weltmeisterschaft. Es herrscht Volksfeststimmung in Brescia. Die 30. Auflage der Oldtimer-Rallye kann sich über hohen Zuspruch freuen. 370 Autos rollen in Brescia von der Startrampe. Auch viele Werke haben einige Teile ihrer Geschichte aus den Museen geholt. Denn die italienische Rallye ist schon lange nicht mehr ein Treffen von wohlhabenden Oldtimer-Sammlern. Immer mehr Autohersteller entdecken das Flair der Rallye. Mercedes hat natürlich die erfolgreichen SL an den Start gebracht. Und bei so einem Ereignis gibt auch Mercedes-Chef Dieter Zetsche gerne einmal ordentlich Gas. Auch Porsche und die Mille Miglia gehören zusammen. Die Autos von damals existieren noch und sind fit wie einst. Für den Porsche-Vorstandsvorsitzenden Matthias Müller ein guter Grund, den Anzug gegen einen Rennoverall zu tauschen. Na, ich denke, da gibt es eine lange Tradition. Ich glaube, soweit mir bekannt ist, hat Porsche schon damals, als es noch ein richtiges Rennen war, erfolgreich teilgenommen. Und diese Tradition, die setzen wir bis heute fort, sind mit großer Begeisterung mit 5 Autos dabei. Und hoffen, dass wir schadlos über die Runden kommen. Dass sich in den Starterlisten neben den wohlklingenden Namen wie Alfa Romeo, Bugatti, Bentley und natürlich auch Ferrari etliche VW-Käfer finden, ist kein Widerspruch. Sie gehören zur ganz schnellen Sorte und sind von kundiger Hand geführt immer wieder für einen Klassensieg gut. Nicht nur deshalb ist die Mille Miglia für VW ein Muss. Gut, die Fahrzeuge, die hier starten, die sind natürlich die exponiertesten, die die Marken des Konzerns in der Tradition, in der Historie zu bieten haben. Insofern fahren wir hier nicht nur wirklich gelebte Tradition auf, sondern wirklich auch Automobilhistorie von höchstem Wert. Und das merken Sie ja auch, wenn Sie die Reaktion der Menschen sehen, mit welcher Begeisterung die dabei sind und mit welch großem Interesse diese Autos aufgenommen werden. Das ist etwas, was uns natürlich besonders freut, dass diese Autos so positiv angenommen werden von den Menschen. Und egal, ob vor dem Start in Brescia oder wenn die Fahrer unterwegs nach Rom ordentlich Gas geben, die Fans genießen dieses rollende Automobilmuseum jedes Jahr aufs Neue. Und wenn im kommenden Jahr die Mille Miglia wieder ruft, dann werden sie alle wieder dabei sein. Mit ihren wertvollen Autos im Renntempo. Weil diese Autos einst gebaut wurden, um Rennen zu gewinnen. Und das ist ja wohl die schönste Form, automobile Kultur zu pflegen.